Ja, was gibt es Schöneres für einen Kreisligisten, als im Pokal unter Flutlicht auf einen höherklassigen Gegner zu treffen? So geht es auch der DJK SG Eintracht Rüsselsheim, die normalerweise in der Kreisliga B ihr Zuhause hat. Mit dem SV 07 Nauheim wartet heute ein Gruppenligist, womit die Favoritenrolle vor dem Spiel klar verteilt ist. Und die Gäste beginnen auch mit hohem Pressing, stören den Kreisligisten früh am Spielaufbau. Ballgewinn von Tino Fuhrmann und dann geht es schnell. Doppelpass, sofort viel Platz auf der linken Seite. Und in der Mitte die Möglichkeit für Fabio Di Leo. Ball ist immer noch heiß und nochmal Aluminium. Riesenglück für die DJK in dieser Szene. Aber auch Rüsselsheim wagt sich in einer munteren Anfangsphase mal nach vorne. Der Ball landet über Umwege bei Alhamdoui. Wenn er den besser trifft, wird es hier richtig gefährlich. Es ist noch keine Viertelstunde gespielt. Die DJK probiert es weiter mit dem ruhigen Spielaufbau. Dann aber Fehlpass von Finger und plötzlich steht es 1-0. Was für eine Bude von Elias Sia. Der fasst sich aus über 40 Metern mal ein Herz und trifft sensationell zur Führung. Nur 3 Minuten später, Freistoßsituation aus ähnlicher Position und auch der wird direkt geschossen. Was ist denn hier los? Ein Tor schöner als das andere. Yassin Capuccio mit der 2. Bewerbung für das Tor des Monats. Und Nauheim dreht jetzt richtig auf. Wieder nur 2 Minuten später. Der Kapitän mit dem 3:0. Paul Pfeffer trifft nach der 2. Standardsituation in Folge. 5 wilde Minuten reichen den Gruppenligisten für eine 3-Tore-Führung. In der Folge schafft es Rüsselsheim, das Spiel etwas zu beruhigen. Trotzdem bleibt Nauheim immer gefährlich, vor allem bei Umschaltsituationen. Der Ball eigentlich etwas in den Rücken gespielt, trotzdem kommt der Abschluss. Klasse Parade von Lukas Finger. Kurz vor der Pause gibt es nochmal Eckstoß für die DJK und in der Mitte springt der Ball plötzlich an den Querbalken. Es ertönt aber auch ein Pfiff. Es gibt Strafstoß für Rüsselsheim. Der Schiedsrichter zeigt an, dass es da ein Halten gegeben hat. Dadurch die große Möglichkeit für Isam Drirasse auf den Anschlusstreffer. Und die nutzt er auch. 3:1. Rüsselsheim ist wieder da. Und der Treffer fällt zu einem psychologisch extrem wertvollen Zeitpunkt. Denn direkt danach ist Pause. Und damit die Chance, mit einem schnellen Treffer nach dem Seitenwechsel wieder für Spannung zu sorgen. Doch der 2. Durchgang beginnt weitaus weniger spektakulär als der 1. Es dauert fast 20 Minuten bis zum 1. Abschluss. Alhamdoui scheitert an Julian Schneider. Ansonsten hat Nauheim das Ganze weitestgehend im Griff, auch wenn Chancen mittlerweile eher Mangelware sind. Jakob Stein macht in der 69. Minute dann alles klar. Der Gruppenligist mit dem 4:1. Und damit auch der Entscheidung. Denn am Ende bleibt es bei diesem Ergebnis. Nauheim gewinnt auch dank 2er Traumtore in Rüsselsheim und steht damit im Viertelfinale. Ja, das erste Fazit ist natürlich immer erstmal, dass wir eine Runde weiter sind. Das war natürlich das Hauptziel. Immer so ein bisschen undankbares Spiel. Wir sind jetzt ganz kurz in der Vorbereitung. Wir haben erst eine Woche trainiert, dann gegen einen Gegner, der 3 Ligen und drunter spielt, wo man quasi nur verlieren kann. Aber ich finde, wir haben es gut gemacht. Sie haben es gerade angesprochen. Wir haben wirklich sehr dominant gespielt in den ersten 15, 20 Minuten. Haben das Spiel relativ früh entschieden. Das war genau, was wir machen wollten. Danach kamen ein paar Phasen, womit ich nicht so zufrieden war. Aber im Prinzip war es richtig. Nach 15, 20 Minuten hatten wir das Ding eigentlich gewonnen. Über die Art und Weise danach muss ich mit meiner Mannschaft reden, aber im Prinzip sind wir eine Runde weiter und das war unser Hauptziel heute. Bis zum Ligaauftakt Anfang März dauert es noch ein paar Wochen. Im Pokal ist Nauheim aber schon jetzt in Bestform.